Ja, tot, da konnte man nichts machen. Von der einen Seite den Panzer, von der anderen Seite den Sniper. Der hat uns schön in den Rücken geschossen. Ich suche gerade mal eben nach einem anderen Squad. Ja, die sind natürlich alle voll. Dann gehe ich da hin, da sind mehr. So, und wir sind bis in die Base zurückgedrängt worden. Ach, da können wir ja wieder nicht aufsteigen. Jetzt müssen wir zu Fuß gehen. Naja. Selber schuld, wenn man die Tasten nicht belegt. Das werde ich dann mal machen offline, weil jetzt, dann würde nur noch mehr von dem Video verstreichen. Boah, wir haben 12 zu 13. So schlecht war es ja gar nicht. Los, Jungs, an die Front. Ach, fahr doch weiter. Was macht er? Naja, ich weiß auch nicht. Ich werde jetzt mal anlegen und auf irgendwas zielen, denn ich sehe hier nichts. Laufe ich halt den Rest. Vielleicht können wir die Drohne noch. Ah, nee, die Drohne kriege ich dann doch nicht. Aber den Panzer da vielleicht. Ja, von wo? Peilsender hat auf jeden Fall funktioniert. Ob der Mörser jetzt sitzt, ist eine andere Sache. Na, scheinbar nicht. Shit, you. Was ist das für Engländer? Shit, you habe ich ja noch nie gehört. Was soll das heißen? Scheiß dich an oder was? Ja, unser Squad folgt mir sogar mal. Ist ja korrekt von denen. Ja, fuck you. Wo ist er? Ja, klar. Das sind diese typischen Waffen. M16, A2 und die A1 Abakan. Die sind so verdammt beschissen überpowered. Die sind so gut, vor allem auf Distanz. Da hat man schon fast keine Chance gegen. Jetzt kommt ein Panzer. Jetzt habe ich aber verschissen. Boah. Hui. Boah, den habe ich aber jetzt gerade hier mit einem Megasprung à la Mario. Alter, wo seid ihr, Scheiß? Warum töten die sich jetzt gegenseitig mit dem Defibrillator? Kann mir das mal einer sagen? Wenn die Leute hier Scheiße machen wollen, sollen sie auf einen eigenen Server gehen, aber nicht hier unser Team zugrunde führen. Weil das ist sicherlich nicht Sinn der Sache. Weil ich und hier bestimmt viele andere wollen hier vernünftige Stats erzielen und hier nicht von solchen Leuten mit dem Defibrillator kalt gemacht werden. Sitzen da oben irgendwelche Sniper wie sonst immer? Nee. Okay, dann sind wir jetzt hier. Dann beende ich jetzt gleich mal den Part. Jetzt noch nicht. Ich laufe jetzt hier noch ein bisschen rum. Ja, da sind wir tot. Woher kam das Ding denn wieder? Gut, dann mache ich jetzt hier mal eine Cut-Stelle. Danke fürs Zusehen. Bitte kommentieren. Bis zum nächsten Mal. So, willkommen zurück zu Let's Play Battlefield Bad Company 2. Wir sind immer noch in diesem komischen Raum hier, wo wir die ganze Zeit schon drin spielen. Ich lasse den Timer jetzt mal weiterlaufen. Hatte gerade mal eben einen Cut gemacht. Wo sind wir denn hier? Junge, ich kann nicht absteigen. Oh, am besten werden wir jetzt gekillt, weil absteigen kann ich eh nicht. Oder der fährt mit mir direkt bei A rein. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Ja, selbst eliminiert. Das war auch die einzige Chance, die ich hatte, denn auf dem Quad bringt mir das Ganze ja nichts, denn ich kann ja nicht absteigen. Das liegt an eigener Dummheit. Was soll das? Und ich bin weg. Also das ist echt komisch, was hier auf dieser Server, auf dieser Serverwelt, auf diesem Server passiert. Spawn und direkt wieder tot, spawn und direkt wieder tot. Deswegen spawnen wir wieder in der Base. 12 zu 17, ach du Scheiße. Trinken wieder einen Schluck. Dann werde ich nachher noch rendern, denn heute ist ja Freitag. Also wenn das, ich nehme es gerade Freitag auf und dieser Part, den ihr gerade guckt, der kommt dann wahrscheinlich Sonntag. Ja, der kommt Sonntag. Also eigentlich zu 100%. Ja, zu 100% kann ich nie sagen, weil es kann auch immer was passieren, dass ich mal einen Part nicht hochladen kann, weil es Internetprobleme gibt oder so. Aber im Prinzip eigentlich schon Samstag, Sonntag gesichert. Bad Company 2.
Nochmal für die Leute, die mitspielen wollen, ich spiele auf PC und nicht mehr auf PS3. Vergesst PSN, da bin ich nicht mehr für euch zu haben. Ihr könnt mich natürlich adden, Lucarano LP heiße ich da. Nur, das bringt euch nichts, denn da spiele ich momentan gar nicht. Stimmt auch zum Teil, weil meine PlayStation steht hier rechts neben mir. Das Stromkabel ist nicht mal eingesteckt, also da ist gar nichts von eingesteckt. Mich da zu adden ist nett, da sehe ich, dass ihr was zusammen mit mir spielen wollt, aber es bringt halt euch nichts. Und da haben wir einen Gegner ausgeschaltet. Haben hier noch mehr von diesen dreckigen Snipern. Ich glaube, hier ist alles voll mit Snipern. Ich hoffe, ich bin noch nicht zu leise jetzt, die ganze Aufnahme, sonst muss ich gleich wieder bei Sony Vegas ordentlich die Tonspur hochdrehen und das kann dann so Rauschen zur Folge haben. Boah, Kohlensäure ist echt böse, krieg ich Aufschwung. Und mitten in der Aufnahme vielleicht nicht so schön, weil ich schätze mal nicht, dass ihr wollt, dass ich hier voll ins Mikrofon rülpse. Kann ich mir einfach nicht vorstellen, sagen wir mal so. Ich sollte nicht so viel quatschen, sondern mehr spielen, euch mehr Gameplay hier liefern. Aber ich hoffe, euch ist das jetzt nicht so ein Dorn im Auge, dass ich jetzt hier quasi gerade nicht die tollen Statistiken raushole. So, jetzt hau ich nochmal einen Mörser stark drauf. Aber wir, so können wir wenigstens hier eine lustige Runde Battlefield spielen. Gut, dass ich den gerade getroffen habe. Mein Mörserschlag hat natürlich wieder gar nichts gebracht. War wieder irgendwie komplett klar von Anfang an. Ich hoffe auch der Gamezone ist angenehm, weil ich versuche euch einfach gute Videos zu liefern mit ansprechendem Commentary von mir. Lol, hier schießt wieder irgendwo die Sniper-Sau rum. Ich habe einen gesehen, da oben war doch gerade irgendeiner im Wald. Bin ich jetzt so blind oder was? Da war doch gerade schon wieder überall, wer. Was ist das? Was ist das? Was hocken die denn da rum? Würde derjenige, der da gerade war, nochmal zurückkommen? Bitte zurück! Jetzt muss ich mich selber dahin begeben, nur das könnte ein Fehler werden. Ja, das ist ein Fehler. Deswegen laufe ich jetzt gerade auch bewusst zickzack, ob das was bringt. Weiß ich jetzt erstmal nicht. Boah, jetzt gucke ich mich aber nochmal um, ey. Wo kam der Schuss her? So, mal eben nachladen. Das ist immer eine schöne Situation. Können wir mal eben unsere Gesundheit wieder aufbauen. Werden wir nicht vorher schon wieder umgenietet werden. Und ich spiele übrigens mit dem Gedanken, mir Battlefield 3 jetzt auch für PC zu holen. Oder FIFA. Aber ich bin momentan eher noch von FIFA überzeugt. Bei FIFA kann man einfach mehr machen, finde ich. So auch an... Was geht mit dir ab? So auch an Commentary. Das macht auch mehr Spaß, weil bei Battlefield 3 wäre dasselbe Problem wie jetzt. Da müsste ich mich mega konzentrieren und da leitet dann das Let's Playing drunter, also der Kommentar von mir. Weil könnt ihr euch vorstellen, wenn ihr dabei noch vernünftig deutsche Sätze aneinanderreihen müsst, dann ist das Spielen zweitrangig und dann konzentriert man sich nicht so und dann kriegt man auch keinen schönen Gameplays. Denn ich will euch ja auch ein bisschen was so an Kills bieten, das wollte ich damit sagen, also schöne Killstreaks oder sowas und nicht so was Langweiliges. Ne, also müsst ihr euch überlegen, könnt ihr ja mal reinschreiben, was ich mir... Das heißt nicht, dass ich das dann auch mache, aber ihr könnt ja mal sagen, was eher, FIFA oder Battlefield 3, also ich bin selber für... Was war das? Für FIFA. Wenn ihr das anders seht, könnt ihr das gerne schreiben, bitte aber auch begründen und nicht einfach nur das Wort FIFA schreiben. Begründet es kurz, warum, dann ist es okay. Vielleicht mache ich das auch so ein bisschen wie eine Abstimmung, weil ich schätze schon, dass ich mir eins von beiden holen will. Das dauert dann zwar noch bis zum Sommer, wahrscheinlich, oder ich kann FIFA, das wäre eine Idee, FIFA kaufen und dann wie zum Beispiel Sarazar macht das, ich weiß nicht, ob den jeder kennt, aber ich denke, so gut wie jeder, dass immer nur, wenn auch in der Bundesliga der Spieltag ist, ich auch ein Video hochlade. Allerdings ist das dumm, da ja in Deutschland zum Beispiel die Bundesliga schon fast am Ende ist. Also drei Viertel fertig, sagen wir mal. Und da würde es ja keinen Sinn machen, wir sind wieder tot. Das würde ja dann keinen Sinn machen, ne, ihr versteht, dann könnten wir die Saison ja nicht abschließen zum Beispiel. Und deswegen überlege ich dann, also FIFA schon,
Na, müsste ich ja auch zwei Parts die Woche machen. Dann fliegt natürlich was anderes raus. Minecraft will ich ja eigentlich nicht rausschmeißen, weil es mir extrem viel Spaß macht. Und, aber ich habe ja jetzt auch schon die zwei neuen Projekte gekauft. Das eine kommt ja jetzt Montag, Mittwoch, Freitag. Und das andere kommt, wenn es fertig ist, Montag, Mittwoch, Freitag. Nur ich kann natürlich keine drei neuen Games gleichzeitig laufen lassen. So, warum habe ich jetzt auf die Minen geschossen? Naja, wir verstecken uns erstmal. So, jetzt nehmen wir einfach mal hier D ein. Ich glaube zwar nicht, dass wir jetzt so ein Glück haben und das auch schaffen. Aber probieren kann man es ja mal. Cool, wir haben Delta übernommen. Ich war zu weit weg, habe deswegen keinen Punkt bekommen. Great. Ja, die Brücke hat auch schon ihre besten Tage hinter sich. Nachher... Gut. Nachher werde ich nämlich auch die ersten Videos des neuen Projektes aufnehmen. Mir persönlich macht dieses Spiel einen Heidenspaß. Ich habe es schon mal leicht angespielt. Aber noch natürlich nicht durchgespielt, denn ein bisschen was Blind will ich auch noch haben am Let's Play. Werden wir dann sehen. Ich hoffe, es gefällt euch. Das werde ich jetzt gleich auch aufnehmen. Wir haben ja jetzt kurz nach 4, nur mal, damit ihr so ein bisschen Überblick habt, wie so mein Alltag aussieht. Heute war letzter Tag meines Praktikums, deswegen habe ich jetzt auch wieder mehr Zeit zum Aufnehmen. Deswegen mache ich ja jetzt auch zum Beispiel das neue Projekt. Das ist alles getimed zum Beispiel. Ja, dann nehme ich die drei Parts auf gleich vom neuen Projekt. Und dann wird Sonntag noch, ach, wie heißt es denn? Minecraft wieder für die ganze Woche aufgenommen. Ja, und da wäre mein Rücken geschossen. Toll. Ich dachte, dass wir mal einen Kill machen dürfen. Ja, und dann wird Sonntag halt wieder die fünf Parts Minecraft aufgenommen. Ich habe mir schon überlegt, welches der beiden unbekannten Spiele ich, mit welchem ich anfangen werde. Und, ja, das eine werde ich dann... Wieso kann ein feindlicher Sniper in unserer Base fahren? LOL. Ja, Spawn Rape, würde ich mal sagen, ne? Gibt's hier kein, wie nennt sich das? Wie heißt das denn? Base Attack, ist das erlaubt hier auf dieser scheiß Welt? Kommt mal klar. Ja, so haben wir natürlich keine Chance, wenn die uns in der Base rausrapen. Deswegen gehe ich jetzt doch wieder Ureinsatz, denn irgendwie müssen wir erstmal diesen Panzer und dann diese scheiß Sniper da rausholen. Ja, ihr seht es im Chat, da geht jetzt gerade auch die Party ab, weil natürlich keiner davon, ne, keiner will sowas. Wo sind die Spasten? Ich laufe jetzt hier einfach mal im Zickzack hoch. Ja, und da sind wir wieder tot, weil hier so ein Penner rumhockt. Da will ich jetzt auch mal was schreiben. Bitches Spawn Raper. Ja, ich muss auch mal ein bisschen hier meinem Unmut Lauf machen. So, die Rakete hat auf jeden Fall gesessen. Ja, und natürlich haben wir... Bei uns in der Base steht gerade ein Panzer, also da ist nichts gerade mit, einfach mal nach vorne gehen. Und deswegen nehme ich mir jetzt mal das schöne C4. Scheiß auf die KD. Komm her. Da hast... Ja, gut. Die Kills sind mir... Die Deaths sind mir jetzt egal. Hauptsache, ich kriege dieses scheiß Teil da jetzt raus. So, wieder... Ich habe ja C4 dabei. Also eine Chance hätte ich damit. Ja. Das ist natürlich der größte... Ne? Sohn, den es gibt. Wir müssen einen vernünftigen Spawnpunkt erwischen. Dann haben wir auch eine Chance, den da rauszuholen. Ja, toll, er hat eine 62 zu 20 KD. Ja, Leute, wollt ihr nicht mal angreifen? Ja, das ist natürlich Irrsinn, was ich hier versuche. Irgendwie muss ich mir den scheiß Tank doch jetzt mal holen. Ach, da hat er mich gesehen. Ich wollte jetzt gerade rausspringen und dann ihn mehr oder weniger überraschen. Nur das geht natürlich nicht. Ja, RU-Einsatz würde ich jetzt gerne spawnen. Boah, ey, was ein Hurensohn, ne? Jetzt habe ich das Wort gesagt. Ja. No rules, sagt der Server. Na super. Das macht natürlich jetzt furchtbar viel Spaß, aber ich will jetzt, bis dieser scheiß Part zu Ende ist...
weil der ist jetzt wirklich nur noch ärgerlich, der Part, dann will ich hier das zu Ende haben. Und wenn der Panzer bis dahin nicht weg ist, ja, das ist echt nicht mehr feierlich jetzt. Okay, der Part, ich weiß schon mal, wie ich ihn nenne. Arimon, du Hurensohn oder irgendwie sowas. Gut, das sollte ich jetzt eigentlich nicht sagen im Let's Play. Nachher kriege ich hier irgendwie... Ja. So. So, ihr fucking Bitches da unten. Oh, wie viele sind jetzt da unten gespawnt? Jetzt sitzen ja mittlerweile mehr bei uns in der Base als in der ganzen Map. Boah, komm, 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 komm. Hier direkt spawnen. Wo sind die Schwanzlutscher? Jetzt werden wir wahrscheinlich ganz schnell abgeschossen. Ja, super Sache. Können die nicht mal ein bisschen bannen? Aber da dieser Server ja keine Regeln hat, hat sich die Sache wahrscheinlich auch schon erklärt. Ja, toll. Dein Team hat verloren. Welch Wunder. Gut, dann soll es das soweit mal für den Part gewesen sein. Ja, Noobs down. Was sind das für Hurensöhne, bitte? Es war genau der, der mit dem Panzer saß. Gut, 18 zu 32 ist verdammt schlecht. Ja, guckt sie euch an hier. Level 50 und 47. 65 zu 21. 51 zu 21. Sowas nennt sich dann Sieger. Sowas. Da sind mir die Leute doch hier lieber. Mit ihrem 38-23 stehen, haben wir zumindest nicht da bei dieser Scheiße erwischt. Leider kann man hier nicht reporten. Ist echt schade. So, was hat uns das persönlich gebracht? 1900 Punkte, ja toll. Boah. Dick aufstoßen, ja, ja, so gut. Dann bedanke ich mich, dass ihr zugeguckt habt. Würde mich jetzt wieder mal über einen Kommentar freuen. Battlefield kommt wieder mal nächsten Samstag jetzt, die nächste Folge. Ich nehme jetzt auf, da hört ihr jetzt gerade sogar meinen Timer. Oder hört ihr das? Ja doch, das müsstet ihr eigentlich hören. So, ja, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschö.